Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Heute geht es ein bisschen was um die PlayStation Portable. Auch wenn ihr jetzt hier gerade im Hintergrund die PlayStation 5 Overlay seht, wieso, werde ich euch gleich noch erklären. Und zwar frage ich mich, oder habe ich mich schon länger im Stream gefragt, mit dem Chat, wieso die PlayStation Portable keine Backkompatibilität hat mit der PlayStation Vita. Die habe ich hier gerade liegen. Mit der PlayStation Portable und vielleicht sowas wie PlayStation 1 Games, um dort die Kompatibilität ein bisschen zu erhöhen und vor allen Dingen auch es möglich zu machen, das Gerät offline zu benutzen, weil wir wissen ja schon, ich werde hier immer die Informationen einblenden von der offiziellen PlayStation Seite, die PlayStation Portable kann nur online benutzt werden mit Verbindung einer PlayStation 5. Das heißt, habt ihr entweder A, keine PlayStation 5 zu Hause oder B, kein gutes WLAN, egal ob jetzt unterwegs oder zu Hause, dann ist die PlayStation Portal leider useless. Also sowohl, wenn ihr kein Internet habt, unterwegs, wenn ihr die unterwegs benutzen wollt, oder wenn ihr keine PlayStation 5 habt, zu dem Unterwegs-Internet muss auch noch dazu gesagt sein, dass es mindestens 5 Mbit sein müssen. Das heißt, ein öffentliches WLAN am Flughafen würde da schon mal nicht reichen. Da schaffe ich es manchmal nicht mal die Karten-App aufzumachen oder irgendwelche einfachen Tasks zu machen oder bei WhatsApp zurückzuschreiben, da wird es auch bestimmt gar kein Spiele-Stream-Gameplay geben können, kein Remote-Play. Aber was wäre, wenn es schon andere Systeme oder andere Geräte gäbe, die wir jetzt schon zur Verfügung haben, die auch schon jetzt Remote-Play haben? Wie zum Beispiel eine PlayStation Vita, die, ich hoffe, man sieht es, Remote Play PlayStation 5 schon hat. Über Umwege und es läuft auch nicht sehr gut, aber theoretisch möglich. Das gleiche habe ich im letzten Video schon mit dem Steam Deck gezeigt. Da ist es eigentlich seamless, also perfekt. Ich kann es hier gerade nochmal einblenden, oben links. Wie gut das Steam Deck mit Remote Play funktioniert und selbst die PlayStation Vita. Also, dass ich hier keinen Unsinn erzähle. Man sieht, es leckt ein bisschen. Also, Bild kommt etwas später. Also, für ein Action-Game absolut unnötig. Aber ich habe hier Yu-Gi-Oh! Drauf gespielt ein bisschen. Und das funktioniert 1A erste Sahne. Oder andere Spiele, wo man halt keine Reaktionsgeschwindigkeit braucht. Wie irgendwelche Top-Down-Cozy-Games oder was weiß ich. Darum geht es auch gar nicht. Die Frage ist, wieso bringt Sony eine PlayStation Portal auf den Markt? Ohne irgendwelche Zusatzfeatures. Und dann auch noch so teuer für 220 Euro. Jetzt könnte man sagen, klar, der Controller kostet schon 50 im Angebot. Dann kostet der Bildschirm 170. Der natürlich eigentlich nichts kann. Es läuft Android drauf. Also für mich und ich glaube auch für viele, die das Video gerade sehen, ist die PlayStation Portal so ein bisschen eine Totgeburt. Weil es A schon andere Möglichkeiten gibt. Also ihr könnt sogar euer Telefon nehmen und damit Remote Play spielen. PlayStation Now und so weiter. Da braucht ihr nur ein Telefon, ein iPad, irgendein anderes Tablet. Macht da einen Controller dran und dann habt ihr genau das gleiche in grün. Ich frage mich, wofür noch eine PlayStation Portal rausgebracht wird. Von Sony direkt hochwertig verarbeitet. Das ist für mich auch eine extreme Verschwendung von Ressourcen. Also sowohl Erderzeugnisse, der Akku, der wahrscheinlich nicht aus recyceltem Material ist. Also ist für mich eine komplette Verschwendung von Materialien. Das Ding kommt ungefähr in anderthalb Monaten raus. Ich werde das hier auf dem Kanal natürlich auch mit euch zusammen auspacken und ausprobieren. Und dann nochmal meine Meinung dazu geben. Aber aktuell verstehe ich nicht die Philosophie hinter diesem Gerät. Ich hoffe, der eine oder andere kann das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Klar, wer jetzt nicht sein Handy verbinden will, keine Steam Deck hat oder irgendeine andere Möglichkeit hat und trotzdem wie damals zur Wii U-Zeit abends im Bett ein bisschen mit der Konsole daddeln will, kann es nischenmäßig ein gutes Produkt sein. Aber das sind so wenig Leute. Ja, wie steht ihr zu dem ganzen PlayStation Portal-Ding? Ich bin da extrem skeptisch und ich wünschte, es hätte wirklich noch diese Möglichkeit, dass man wenigstens PlayStation Vita, PlayStation Portable und PlayStation 1 Spiele drauf spielen könnte. Wäre auf jeden Fall nicht schwierig. Das System sollte auf jeden Fall genug Leistung haben,
um die Spiele emulieren zu können, oder man hätte auch eine PlayStation Vita wahrscheinlich auch einfach so einbauen können mit der heutigen Technik. Ich meine, Nintendo macht es ja vor, mit dem Nintendo Switch Online Service ist alles möglich und mit dem Port von der GameCube. Da hätte Sony auf jeden Fall sehr viel Geileres rausbringen können, vor allen Dingen mit so einem coolen Gerät. Aber egal. Ich würde mich sehr über eure Meinung freuen. Lasst gerne ein Like auf dem Video, wenn ihr das Video zur PlayStation Portal nicht verpassen wollt. Lasst auf jeden Fall ein Follow da, würde mich sehr freuen. Und versprochen, das ist auch das letzte Video zur PlayStation Portal. Ich wollte einfach nur nochmal darauf hinweisen, es gibt auch andere Geräte, die jetzt schon Remote Play haben. Vor allen Dingen das Steam Deck ist eine super Alternative, ist gerade bei Steam im Angebot. Also Leute, schlagt dazu, für um die 350 € kriegt ihr da schon ein Steam Deck, wo ihr jetzt schon perfektes Remote Play habt und vieles, vieles, vieles mehr, was sehr viel besser ist als ein PlayStation Portal. Man könnte fast meinen, ich bin gepartnert mit Steam oder Valve, aber nein, bin ich nicht. Das Steam Deck ist einfach ein super Gerät, günstig und kann jetzt schon einiges. Ich habe übrigens ein ganzes Steam Deck Video gemacht. Checkt das auf jeden Fall mal hier oben ab, wenn ihr darauf Bock habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.